Freunde, ihr seht es ja selber. Der Abverkauf setzt sich zum aktuellen Zeitpunkt leider weiter fort. Im heutigen Video schauen wir uns an, was da aktuell gerade passiert und ob das möglicherweise schon die Kapitulation ist, über die wir jetzt schon seit einigen Wochen reden, beziehungsweise auf welche Preisniveaus wir hierbei zurückfallen können. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video konzentrieren wir uns voll und ganz auf den Bitcoin, schauen uns hierbei nicht nur die Chart, sondern vor allem auch die On-Chain-Daten an, versuchen herauszufinden, was hier wirklich gerade passiert, um dann auch Schlüsse daraus zu ziehen, in welche Bereiche wir hier tatsächlich noch abverkauft werden können. Gerade die letzten Tage sind eigentlich geprägt durch rote Zahlen und das Ganze hat jetzt auch die letzten Tage keineswegs abgenommen. Wir sehen wirklich immer stärkeren Druck und das Ganze hört einfach nicht auf. Wir sehen aktuell kein Abklingen. Ich wünsche dir heute ganz viel Spaß mit dem Video. Lass gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und den Kanal zu unterstützen. Ich hoffe, du hattest einen guten Wochenstart, trotz der extrem roten Zahlen. Jetzt gibt es das Marktupdate. Zu Beginn springen wir obligatorisch erstmal auf die aktuellen Zahlen, auch wenn die selbstverständlich anders sind, wenn du dieses Video hier schaust. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht der Bitcoin bei 32.400 US-Dollar. Wir sind also mittlerweile über 50% unter unserem All-Time-High. Auch Ethereum ist dunkelrot, sowie natürlich die meisten anderen Kurse ebenfalls. Im Allgemeinen ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin aktuell auf ein Niveau von 620 Milliarden US-Dollar zurückgeschrumpft. Erst vor wenigen Wochen, am 28. März, lag diese noch bei über 900 Milliarden US-Dollar. Selbstverständlich rastet im gleichen Sinne auch der Kurs ab, womit natürlich unter anderem auch der Fear and Greed Index ziemlich stark nach unten schießt. Gerade die letzten Tage waren eigentlich nur durch rote Zahlen geprägt. Über 6.000 Euro hat der Bitcoin an Wert innerhalb von nur wenigen Tagen verloren, was natürlich dann dazu beigetragen hat, dass der Fear and Greed Index aktuell schon auf eine Punktenotierung von 11 Punkten gerutscht ist. Ein Investmentstratege sagte zur aktuellen Situation, das Versagen von Bitcoin, die wichtige Unterstützung zu halten, hat die Wahrscheinlichkeit eines schweren Rückgangs weiter erhöht. Ich habe dazu beispielsweise mir vorhin mal das Video von Swiss Crypto Jay angeschaut. Das ist ja ein YouTube-Kollege von mir, der Chartanalysen macht. Chartanalysen sind meiner Meinung nach halt nur ein Teil der Marktanalyse im Allgemeinen. Er hat allerdings jetzt auch endlich mal bestätigt, dass wir auch aus technischer Sicht tatsächlich im Bärenmarkt sind. Seine Worst-Case-Ziele liegen hier bei knapp 32.000 US-Dollar, dann bei 24.000 US-Dollar und sein größter Worst-Case liegt bei knapp 10.000 US-Dollar. Das ist auf jeden Fall schon mal krass, weil das fast 50% unter unserem All-Time-High von 2017 wären. So krass kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Markt zusammenbricht. Er hat es aber mit Hilfe von technischer Analyse herausgefunden. Lasst ihm gerne mal Grüße da, falls ihr dort vorbeischaut. Übrigens, er verkauft gerade noch Bitcoin-Uhren, die sehen echt geil aus. Schaut auch gerne mal in seinem Shop vorbei, das hier ist keine bezahlte Werbung. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, nämlich auf die aktuelle Marktbewertung bzw. ob wir möglicherweise auch Chancen haben, bald endlich eine Trendumkehr zu sehen. So sagte beispielsweise Katie Stockton, die geschäftsführende Partnerin bei Fairlet Strategies, für Bitcoin gibt es derzeit keine Anzeichen für einen Gegentrend, aber der Aktienmarkt scheint für ein Comeback in der nächsten Woche gerüstet zu sein, was sich hoffentlich auch auf Kryptowährungen übertragen wird. Den großen Abverkauf sehen wir unter anderem aufgrund der Leitzinserhöhung in der letzten Woche. Bitcoin hat die aktuelle Woche tatsächlich mit einem Kurswert von knapp 34.000 US-Dollar eröffnet und ist halt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme keine 24 Stunden später bereits auf ein Niveau von 32.500 Dollar zurückgefallen. Somit hat der Bitcoin jetzt auch die sechste Woche in Folge rot abgeschlossen, also wirklich die sechste Woche in Folge hier rote Kurse gezeigt. Das haben wir das letzte Mal erst vor 8 Jahren im Jahr 2014 gesehen. Also wir sehen momentan wirklich eine historisch bärische Phase für den Bitcoin. Ebenfalls treten wir somit natürlich auch in die tiefsten Zone des aktuellen Bullruns ein. Diese Zone, die wir aktuell antesten, haben wir bereits in den letzten Monaten schon ein, zweimal angetestet. Und wenn wir noch weiter nach unten abverkauft werden, dann kommen wir eben auch in die Bereiche von 28, 29, 30.000 US-Dollar und das sind eben die Bereiche, die wir zwischen unserem Double Top im letzten Jahr hier beobachtet haben. Auch Rack Capital ist selbstverständlich auf die aktuelle Situation eingegangen und signalisiert hier nochmal die Macro Low Range, also der untere Bereich des aktuellen Marktzyklus. Wir sehen hier noch Stabilität in dem Bereich zwischen 28 und eben 36.000 US-Dollar. Der Bitcoin hält sich noch, beziehungsweise fällt halt in den letzten Tagen stetig, aber langsam. Das könnte sich halt eben ändern, wenn wir wirklich unter das kritische Niveau von 28, 29 20.000 US-Dollar fallen würden. Dylan Leclerc ist beispielsweise auf Twitter auch zum heutigen Datum nochmal auf die aktuelle Situation eingegangen und hat hier den Bitcoin Realized Price mit reingenommen. Der Realized Price ist der tatsächlich für den Bitcoin gezahlte Preis, denn natürlich, du hast jetzt vielleicht einen Bitcoin, der ist zum aktuellen Zeitpunkt 32.000 Dollar wert, du hast ihn aber
aber nicht für $32.000 gekauft. Der Realized Price ist also der realisierte Preis, wann der Bitcoin hier wirklich im Durchschnitt den Händler gewechselt hat bzw. gekauft wurde. Das Niveau liegt eben aktuell bei knapp 24.300 US-Dollar und Diane Leclerc sagt, dass das möglicherweise der Bereich des Bodens sein könnte. Hierzu sagte er wortwörtlich, ein Bitcoin-Rückgang auf den realisierten Preis, also die durchschnittliche On-Chain-Kostbasis, ist durchaus möglich und entspricht früheren Markttiefs in Bärenmarktzyklen. Der realisierte Preis beträgt derzeit 24.300 US-Dollar. Ebenfalls zeigt er auch noch einmal den MVRVC-Score. Den haben wir uns bereits vor einigen Monaten angeschaut und auch dieser, ihr seht es hier unten im grünen Bereich, hat bereits des Öfteren die Bereiche des Bodens klar signalisiert. Diane Leclerc sagte hierzu, hier ist ein standardisiertes Verhältnis zwischen Marktpreis und realisiertem Preis. Marktwert zu realisiertem Wert, kurz MVRV. 24k wären eben der grüne Bereich. Auch hier haben Einbrüche auf bzw. unter den realisierten Preis in der Vergangenheit signalisiert, dass die Talsohle, also der Boden eines Bärenmarktes im Stil einer Kapitulation erreicht ist oder zumindest in der Nähe war. Kapitulation ist hier natürlich ein Stichwort, was wir schon des Öfteren gehört haben. Ich habe es auch schon öfter mit reingenommen. Wir schauen uns gleich auch nochmal einige Gründe an, die hier tatsächlich zu einer Kapitulation führen können. Bei einer Kapitulation geht man davon aus, dass der Kursverfall sehr stark und sehr schnell eintritt. Jetzt die letzten Tage sahen wir zwar, dass der Kurs sehr stark abverkauft wurde, es war aber keine richtige Kapitulation. Eine Kapitulation im Sinne der Kapitulation selber wäre halt eben, wenn wir jetzt beispielsweise von dem Niveau von 32.000 US-Dollar auf, sagen wir mal, 26.000 US-Dollar zurückfallen und das vielleicht innerhalb von 24 Stunden. Also wirklich eine Kapitulation, wo sehr viele Spieler gleichzeitig aufgeben, sich eben aus dem Markt entfernen und dementsprechend den Preis dumpen. Eine Ziellinie bzw. ein Schlusskurs, auf den man hier zurückfallen könnte, der gerade unter Chartanalysten sehr beliebt ist, ist eben der 200er wöchentliche Moving Average bzw. der Preis, der dann eben daraus dementsprechend resultiert. Dieser lanciert aktuell ungefähr bei einem Preisniveau von 22.000 US-Dollar. Je länger wir hier seitwärts laufen, desto stärker geht er natürlich hier nach oben mit. Ihr seht das hier wunderbar. Was ich dann ebenfalls ganz gerne noch dazu nehme, ist der 200er Daily Moving Average. Diese werden nämlich ganz gerne mal vertauscht, deswegen habe ich hier einfach mal beide mit reingenommen. Dieser lanciert zum aktuellen Zeitpunkt bei einem Kursniveau von 46.500 US-Dollar, was wir erreichen müssten, damit ich persönlich wieder bullisch gestimmt wäre. Das Ganze müssten wir auch nachhaltig erreichen und ihr seht hier, dass wir aktuell tatsächlich eine ähnliche Bewegung sehen wie 2017. Zwar haben wir beim aktuellen Bullrun tatsächlich es nochmal geschafft, über diesen 200er Daily Moving Average zu krabbeln, sind allerdings dann gnadenlos durchgebrochen und ihr seht, gerade hier auf Monatsebene haben wir diese Linie sogar mehrmals angetestet, eben genauso wie im Jahr 2017 bzw. dann eben 2018. Und auch dort sehen wir diese dicke rote Kerze, das war halt ein extrem negativer Monat. Ich meine jetzt hier den Ausverkauf im Jahr 2018 ganz links im Graphen und das ist ebenfalls eine Kapitulation, so wie wir sie heute halt auch sehen könnten. Diese würde uns dann auf ein Preisniveau von 22.000 US-Dollar zurückdrücken. Aktuell ist die Stimmung extrem bärisch. Ich gehe allerdings weiterhin davon aus, dass auch ein Preisniveau von 28.000 US-Dollar gehalten werden könnte. Es sieht momentan ultra bärisch aus, aber es sind halt gerade schon wieder alle bärisch, was im Umkehrschluss dann meistens auch einen Hinweis darauf gibt, dass wir gar nicht mehr so tief fallen werden. Ebenfalls, das darf man auch nicht vergessen, habe ich einfach mal den 50%igen Abverkauf von der damaligen Kapitulation im Jahr 2018 auf die heutigen Kurse gezielt. Dazu habe ich einfach geschaut, wann der Monatschart das letzte Mal den 200er Daily Moving Average berührt hat und dann eben weiter 50% hier nach unten eingezeichnet. Das würde uns übrigens ebenfalls wieder in den Bereich von knapp 24.000 US-Dollar bringen. Es steht also möglicherweise nochmal eine Kapitulation kurz bevor. Einen Kapitulationsgrund, den könnten wir bereits in 2 Tagen sehen, denn am 11. Mai kommen ja die CPI-Daten, also der Consumer Price Index, die Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten. Da gehen wir jetzt nicht ins kleinste Detail drauf ein, das haben wir in den letzten Tagen schon gemacht, aber was wir aktuell in den On-Chain-Daten beispielsweise noch sehen können, ist, dass sehr, sehr viel, historisch viel Bitcoins hier zu den Börsen geschickt werden. Ihr seht das hier in dem Graphen von CryptoCrunch bzw. von CoinSignal 365. Dieser zeigt eben, dass wir aktuell so starke Zuflüsse zu den Börsen haben, wie das letzte Mal eben im Juli 2021. Dementsprechend ist das schon länger her. Es heißt nicht, dass diese Bitcoins auch abverkauft werden, aber das Potenzial wird selbstverständlich erhöht, denn je mehr Bitcoins hier an die Börsen geschickt werden, desto höher ist selbstverständlich auch die Ausverkaufswahrscheinlichkeit. Was wir ebenfalls aktuell sehen, und das ist tatsächlich etwas, was eigentlich recht logisch ist,
ist aber trotzdem interessant zu sehen, dass der Coinbase Premium aktuell ins Negative gerutscht ist. Was bedeutet das? Normalerweise gibt es auf Coinbase eine sogenannte Prämie. Bedeutet ganz einfach, dass der Bitcoin-Preis auf Coinbase etwas höher ist als auf Binance. Das liegt ganz einfach daran, da eben viele vermögende Institutionelle aus den Vereinigten Staaten hier auf Coinbase handeln, wodurch hier dieser Premium, diese Gap quasi entsteht. In den letzten Tagen sieht man, dass dieser tatsächlich in den negativen Bereich gerutscht ist, also Coinbase keinen positiven Premium mehr aufweist, was heißt, dass halt eben viele großvolumige Trader und institutionelle Investoren hier auf Coinbase verkauft haben. Und genau das ist halt eben das, was wir im Aktienmarkt sehen. Gerade der amerikanische Aktienmarkt leidet momentan extrem, weil halt viele Anleger hier ihre Aktien abstoßen. Und bereits vor 3 Tagen haben wir darüber gesprochen, dass Bitcoin und Kryptowährungen halt oftmals hier einfach genommen werden, um dann die Margin Calls zu erfüllen. Das heißt, je stärker der Aktienmarkt tankt, desto mehr institutionelle Investoren sind auf ihre Werte in Kryptowährungen angewiesen, verkaufen die eben, um ihre Margin Calls zu erfüllen. Und da kommt dann eben das eine zum anderen, sodass Coinbase am Ende des Tages hier einen negativen Premium aufweist, weil eben viele großvolumige Trader hier auf Coinbase verkaufen. Wir sehen also, dass einer der Kapitulationsgründe bereits schon in 2 Tagen auf sich warten lässt. Und ein weiterer Grund, über den wir bereits vor 2 Wochen gesprochen haben, ist eine mögliche Miner-Kapitulation. Diese entsteht halt unter anderem dann, wenn beispielsweise die Miner nicht mehr profitabel sind. Das heißt, viele Miner sind aktuell gerade an der Grenze, wo Bitcoin wirklich noch rentabel für sie ist. Denn natürlich, man muss viele Sachen hier entgegenrechnen. Und ja, ich weiß, Freunde, viele Miner sind noch hochprofitabel, aber viele große Unternehmen nehmen zum einen sehr große Kredite auf, die haben unheimlich große Stromkosten, die haben unheimlich große Unterhaltskosten für Lagerhallen und so weiter. Und die Miner müssen das natürlich alles kalkulieren und müssen hier notfalls Bitcoins abverkaufen, bevor sie potenziell noch stärker im Wert fallen, um halt eben hier im schlimmsten Fall tatsächlich natürlich ihre Ausgaben decken zu können, damit sie nicht am Ende des Tages insolvent gehen. Übrigens, auch bei MicroStrategy besteht zum aktuellen Zeitpunkt das mögliche Problem, dass er hier zu einem sogenannten Margin Call gerufen wird. Das wäre zwar erst ab einem Kursniveau im Bitcoin von knapp 22.000 US-Dollar, sollte der Bitcoin allerdings auf dieses Niveau zurückfallen, dann müsste MicroStrategy allerdings zusätzliches Kapital mit in den Markt bringen, damit seine Positionen hier nicht liquidiert werden, beziehungsweise damit er hier halt eben seine Kredite tilgen kann. Denn auch MicroStrategy hat ja beispielsweise Bitcoin als Sicherheit hinterlegt, um einen Kredit aufzunehmen, um weitere Bitcoins zu kaufen. Wenn man dann natürlich einen starken Abverkauf sieht, dann kann es irgendwann zu dieser Kapitulation kommen, aufgrund von Margin Calls, genau die Thematik, die wir uns beispielsweise eben schon angeschaut haben. Wie bereits gesagt, MicroStrategy müsste dafür, beziehungsweise der Bitcoin müsste auf ein Preisniveau von 22.000 US-Dollar zurückfallen. Ebenfalls darf man nicht vergessen, dass ein Großteil der Bitcoins, die MicroStrategy hier hält, tatsächlich einfach Spot gekauft wurden, ohne einen Kredit. Dementsprechend hier natürlich keine Liquidationsgefahr besteht. Also lasst euch nicht reinlegen, dass MicroStrategy hier bei 20.000 Dollar alle Bitcoins verkaufen muss. Ebenfalls habe ich vorhin einen interessanten Reddit-Thread bekommen von meinem Kollegen Manuel. Schöne Grüße gehen übrigens raus. In diesem Thread wurde beschrieben, dass der Bitcoin meistens nach dem Erreichen des All-Time-Highs hier halt eben kapituliert ist und dass es dann knapp 1 Jahr gedauert hat, bis er tatsächlich seinen Boden signalisiert hat. So hieß es in dem Artikel. Im Jahr 2013 ist Bitcoin beispielsweise auf 1.000 Dollar gestiegen, wurde dann halt eben abverkauft. Es entstand halt dort der erste Blow-Off-Top und halt unsere 6-wöchige Reise nach unten, wie wir vorhin angesprochen haben. Und knapp 1 Jahr später, im Dezember 2014, wurde dann hier der Preisboden von knapp 200 US-Dollar signalisiert. Im Jahr 2017 haben wir beispielsweise ebenfalls im Dezember unser All-Time-High von 19.000 US-Dollar gesehen und auch danach sind wir in einen Bärenmarkt gerutscht, wo wir den geringsten Punkt von knapp 4.000 US-Dollar circa im Dezember 2018 geschrieben haben, also ebenfalls knapp 12 Monate später. Wenn man also jetzt der logischen Schlussfolgerung nachgeht, dann haben wir unser All-Time-High von 69.000 US-Dollar ebenfalls im November gesehen. Es würde also nach dieser Theorie noch bis November des aktuellen Jahres dauern, bis wir hier tatsächlich unseren Boden sehen. Ich persönlich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen und hierbei wollte ich unbedingt noch eine Grafik für euch mitbringen, damit ihr auch bei solchen Informationen euch selber natürlich nochmal Gedanken dazu macht. In dieser Grafik von CryptoQuant sieht man die Bitcoin-Fees-to-Reward-Ratio eben in Bezug auf die Bitcoin. Hieran sieht man sehr stark, wer wirklich im Markt handelt, beziehungsweise ist das ein sehr guter Indikator dafür, ob wir uns tatsächlich on-chain-technisch im Bullrun oder im Bärenmarkt befinden. Und wir sehen hier, dass nach unserem ersten Blow-Off-Top, beziehungsweise nach unserem ersten All-Time-High von knapp 65.000 US-Dollar zu Beginn des letzten Jahres hier tatsächlich schon in den Bärenmarkt eingetreten sind. Das heißt, unser zweites All-Time-High, welches wir
wir gesehen haben, von $69.000 im November des letzten Jahres, war technisch gesehen gar nicht unbedingt wirklich ein marktzyklisch erreichtes All-Time-High, sondern vielleicht eher ein institutionell gepumptes All-Time-High. Über diese Thematik haben wir schon vor Monaten gesprochen. Auch damals sind wir schon auf diese On-Chain-Daten bzw. auf diese Chart-Daten gemeinsam in Korrelation eingegangen. Dementsprechend bin ich persönlich der Meinung, dass der aktuelle Bärenmarkt schon deutlich weiter fortgeschritten ist, als viele es aktuell eben antizipieren. Des Weiteren heißt es übrigens zu dieser Grafik im CryptoQuant-Artikel, das Gebühren-Belohnungsverhältnis der Miner ist während eines Bullenmarktes normalerweise hoch, während es während eines Bärenmarktes am niedrigsten ist. Wie Sie sehen können, ist das Gebühren-Belohnungsverhältnis deutlich gesunken, nachdem BTC $65.000 All-Time-High erreicht hat, was ein Anzeichen für einen Bärenmarkt und den Anreiz der Miner ist, ihre Reserven zu verkaufen, um eben ihre Kosten zu decken. Dementsprechend habe ich hier einfach mal geschaut, okay, wann haben wir eben von unserem ersten All-Time-High von den $65.000 tatsächlich letztes Jahr kapituliert und wann war es? Es war vor genau einem Jahr. Damit möchte ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass der Boden jetzt signalisiert ist oder dass wir den Boden heute oder morgen sehen. Aber wenn wir eben der Historie folgen und tatsächlich bullenmarkttechnisch unser All-Time-High bereits bei $65.000 gesehen haben und wir davon ausgehen, dass die anderen Anstiege hier nicht mehr bullenmarktgetrieben waren, dann kann man eben davon ausgehen, dass wir aktuell bzw. in den nächsten Wochen spätestens hier unseren Boden sehen sollten. Das ist natürlich nicht zu 100%iges. Wir haben eine aktuell wirtschaftliche sehr angespannte Situation. Wir haben überall Krisen, also verlasst euch auf jeden Fall nicht darauf, aber ich fand es super interessant, weil es vor allem auch mit der aktuellen Kapitulation sehr, sehr gut hinkommt. Eine weitere Kapitulation kann selbstverständlich auch von den Standardanlegern hier herausgefordert werden. So etwas haben wir beispielsweise im Jahr 2020 gesehen. Es gab hier eine große Kapitulation nicht nur im Krypto, sondern auch im Aktienmarkt. Ihr könnt euch noch alle an diesen riesigen Crash erinnern. Bitcoin sowie der gesamte Aktienmarkt sind hier sehr, sehr stark zusammengebrochen. Dann wurde die Nullzinspolitik von den Zentralbanken gefahren und aufgrund dessen haben sich die Assets extrem schnell wieder erholt. Das ist das perfekte Beispiel für eine Kapitulation und die können uns auch zum aktuellen Zeitpunkt möglicherweise noch bevorstehen. Zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir, dass knapp 40% des Bitcoin-Angebots tatsächlich im Verlust gehalten werden. Das ist ungefähr dasselbe Niveau im April 2020, kurz nach eben der großen Kapitulation. Diese Grafik von Onchain College verdeutlicht das noch einmal und signalisiert hier ein weiteres Mal, dass wir möglicherweise eben kurz vor dieser letzten Kapitulation stehen können. In einem Artikel heißt es hierzu, die Analyse der damals nicht realisierten Gewinne und Verluste aller Hodler, wie sie von On-Chain-Analyseunternehmen Glassnode definiert wurden, bestätigte ebenfalls die Kapitulation am 16. März 2020. Nur 9 Tage später verließ die Messgröße für den nicht realisierten Nettogewinn bzw. Verlust des Unternehmens die Kapitulationszone und erreichte Hoffnung bzw. Angst, eine Schattierung in Richtung der Erholung. Derzeit misst die Metrik Optimismus Angst und bewegt sich nach unten Richtung Hoffnung Angst. Territorium. Anhand der Bitcoin Net Unrealized Profit Loss Grafik kann man eben genau diese Kapitulation ausmachen bzw. erkennen, wann wir in diese Kapitulation kommen. Diese Kapitulationen treffen eben sehr schnell ein, dauern allerdings halt nicht lange, bis sie wieder ausgeglichen werden. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt ist es extrem schwierig einzuschätzen, ob wir auf $28.000 zurückfallen, 24, 22, 20, vielleicht auch 16, 14 oder halt 10.000 US-Dollar. Ich werde allerdings spätestens dann eine große Summe investieren, wenn eben diese Kapitulation eintrifft, also wenn wir wirklich schnell große Abverkäufe haben, die am Ende des Tages nicht mehr nachhaltig sind, sondern nur noch reine Panik sind. Das ist zumindest meine persönliche Einschätzung zur aktuellen Situation. Schreibt mir eure gerne mal in die Kommentare. Übrigens, ich habe für euch extra ein grünes T-Shirt angezogen, damit wir heute auch endlich mal was Grünes sehen. Ansonsten ist es draußen sehr schön. Lasst euch also von den Kursen nicht verrückt machen. Draußen ist es momentan schön grün und vor allem warm und dementsprechend besser als in den meisten Portfolios von uns. Trotzdem wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und vor allem auch Durchhaltevermögen. Denkt daran, Freunde, ich weiß, die aktuelle Situation macht einem Angst. Auch ich habe natürlich viel Geld in Anführungsstrichen verloren, beziehungsweise hat mein Portfolio natürlich auch an Wert verloren in den letzten Monaten. Aber denkt daran, Geduld ist eine Tugend und wir werden dafür belohnt, diese schwierige Zeit durchzustehen und möglicherweise Nachkäufe zu tätigen. Selbstverständlich ist das hier trotzdem keine Anlageberatung, macht euch nochmal ein eigenes Bild, aber ich denke, ich kann euch hier in meinen Videos richtig viele gute Informationen mit auf den Weg geben, damit ihr eben die Entscheidung für euch selber treffen könnt. Wo der Boden sein wird, weiß zum aktuellen Zeitpunkt keiner. Allerdings wissen wir natürlich hier die Preisrücksätze auf 28,
24, 20.000 US-Dollar. Das sind alles Bereiche, die auf jeden Fall vor allem Long-Term sehr, sehr gut sind. Freunde, wenn Bitcoin in ein paar Jahren erstmal bei 200, 300.000 Dollar steht, da werden wir uns so ärgern, zum aktuellen Preisniveaus nicht noch mehr gekauft zu haben. Doch wie weit wir jetzt noch zusammenbrechen, das steht natürlich in den Sternen. Denkt daran, nur Geld zu investieren, dass ihr auch bereit seid zu investieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im morgigen Video in alter Frische wieder. Macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao.